Grüß Gott, liebe Zuschauer aus Japan, genauer gesagt aus Suzuka, wo wir uns bei mittelgutem Wetter hier befinden, und zwar am frühen Morgen, 10 Uhr ist es hier, mit Ayrton Senna. Ayrton Senna will heute mal seinen McLaren von 1988 zum Abschluss testen. Er hat ja noch zwei Grand Prix vor sich, ist in der Meisterschaft 3 Punkte zurück hinter Alain Prost. Sein Teamkollege führt also die WM an, und 2 Runden vor Schluss, es fehlt Suzuka und Australien, Adelaide, für das Saisonfinale. Er sitzt hier noch im Wagen, Ayrton Senna, wartet wohl noch ab. Ich weiß nicht, was jetzt hier noch das Problem ist. Sein Helm, so hat er mir gesagt, als ich ihn darauf ansprach heute Morgen, ist nicht gelb für diese Testfahrt. Wir gehen jetzt mal raus. Die Strecke ist trocken, obwohl der Himmel bedeckt ist. Ja, Senna, wie er mir sagte, nicht mit dem gelben Helm. Man will nicht so viel Aufsehen hier erregen, es ist nur eine Testfahrt. Natürlich ist die Testfahrt bedeutsam, denn das Rennen steht an in Kürze. Es geht hier im Japan Grand Prix um wichtige WM-Punkte. Senna muss aufholen, will er noch Weltmeister werden. Prost hat den Vorteil, dass er noch die WM anführt, wenn auch nur knapp. Es geht hier hinein in diese Linkskurve. Die Reifen sind natürlich noch nicht warm genug, um Vollgas zu gehen. Hinein jetzt nach rechts in einen ziemlich engen Knick. Und es geht in Richtung Schikane. Nein, das ist keine Schikane, das ist die Haarnadel. Suzuka, der einzige Kurs natürlich im WM-Kalender, der eine 8 zeichnet. Es geht über eine Brücke und dann, wie wir gerade gesehen haben, über die Unterführung durch die Brücke hindurch. Hier die berühmte Löffelkurve, Spoon Corner genannt. Da muss man höllisch aufpassen, muss genügend herunterschalten. Dritter und dann zweiter Gang, um nicht die Linie zu verlassen. Hinein jetzt in 130R, das ist die berühmt-berüchtigte schnellste Kurve der Rennstrecke. Und dann die Schikane vor Stadtziel. Erster Gang, man muss sie genau anfahren. Senna fährt jetzt zum ersten Mal über die Linie. Guckt sich um nach links, nach rechts, aber kein Gegner in Sicht. Dreht sich jetzt hier, da hat er es übertrieben. Die Reifen mögen den Asphalt wohl noch nicht. Senna, da musst du etwas aufpassen. So kann er natürlich aber andererseits die Grenzen ausloten, was auch wichtig ist für den Grand Prix. Natürlich, da muss er Vollgas geben. Noch einmal hinein, nach rechts, herunterschalten in den zweiten Gang für die nächste Rechtskurve, unter die Brücke hindurch Richtung Haarnadel. Fünfter Gang, hinuntergebremst in den ersten, scharf nach links. Senna ist gut in Form, fühlt sich fit nach einer doch sehr langen Saison, aber im Jahre 1988, hier übertreibt es wieder. Was ist los, Senna? Er will es wissen. Ja, 1988, da ist Senna noch sehr jung, gerade mal 28 Jahre alt. Es geht hinauf wieder auf diese Gegengerade, den Berg in Richtung 130R. Sechster Gang, mehr Gänge hat der Wagen nicht. An der 100 Meter Markierung scharf hinuntergeschaltet und abgebremst für die Schikane. Noch ist der Wagen nicht gut eingestellt, wie es aussieht. Da hat Senna noch etwas Arbeit vor sich.
Fünfter, vierter, dritter Gang und wieder übersteuert der Wagen. Was ist los? Liegt's am Setup? Liegt's am Reifen? Was ist da los? Es geht hinein in die berühmte Sektion hier mit den... Es ist dritter Gang, aber das Heck scheint etwas unruhig zu sein. Dunlop-Kurve den Berg hinauf, da muss er mächtig gegensteuern. Er kann froh sein, Senna, dass es am Rennsonntag voraussichtlich trocken bleibt. Die Sonne wird scheinen, kein Regen in Sicht. Hier, wie gesagt, bedeckt, aber bisher ebenfalls trocken geblieben. Er kann also üben, muss sich nicht umstellen, kann sich konzentrieren. Das sollte er auch bald mal tun. Dritter Gang, Eingang der Löffelkurve, zweiter Gang, Ausgang, früh aufs Gas. Beschleunigt in den fünften Gang hinauf, sechster Gang. Schafft er die 300 km/h? Vielleicht? Nein, er muss vorher abbremsen. Noch einmal durch die Schikane, rechts, links. Und er setzt zum ersten Mal eine einigermaßen ansprechende Zeit. Geht über die Linie mit einer 1:44.4. Ja, sein Ingenieur sagt ihm gerade, dass die Bremstemperaturen recht hoch sind, vielleicht zu hoch. Wichtige Information für Senna. Dementsprechend muss er sein Fahrverhalten anpassen. Hier noch einmal hinein in die letzten Kurven der S-Sektion. Das Heck ist immer noch leicht. Man sieht es hier, wie es sich zur Seite neigt. Hier blockiert er die Vorderräder leicht, hat aber noch Vorsprung. Ja, er ist noch nicht ganz angekommen. Muss den Wagen noch austesten. Das ist aber ganz klar, so einfach ist das alles natürlich nicht. Die Pisten, die Rennstrecken sind so unterschiedlich, da kann ein Setup zum Beispiel von Monza nicht einfach hier auf Suzuka übertragen werden. Das weiß Senna natürlich am besten und er ist sich seiner Aufgabe bewusst, bremst hier die Schikane zum ersten Mal eigentlich in dieser Session recht gut an. Kommt zurück auf die Start-Ziellinie und setzt eine Bestzeit von einer 1:44.1. Versucht hier im dritten Gang zu bleiben. Schaltet kurz hinauf auf den vierten, dann wieder zurück in den dritten. Zweiter Gang jetzt, bleibt eng, innen, in der Dunlop-Linkskurve, das war nicht schlecht. Nochmal nach rechts und er hat Vorsprung. Der Ingenieur bestätigt seine gute Zwischenzeit. Sektor 1 war also nicht schlecht. Wie wird Sektor 2 sein? Vom 6. in den 3., vom 3. in den 2. Versucht, die Geschwindigkeit mitzunehmen in der Löffelkurve. Das gelingt ihm ganz gut. Gegengerade, 6. Gang. Und hier verbremst er sich leider an der Schikane.
these track limits, please, Rafa. Verliert etwas Zeit. Geht über die Linie. Was soll's? Tinken wir uns mal aus hier. Lassen wir Senna weiterarbeiten. So viel Zeit ist nicht drin heute in der Übertragung. Ja, schlecht war es nicht, aber er hat noch Zeit, sich weiter zu verbessern. Von hier noch einmal zurück, also für die letzten Eindrücke nochmal aus der Außenbordperspektive. Da sehen wir ihn also, den alten Senna, wie er über die Ziellinie braust, hinein in die erste Kurve nach links. Sechster Gang und dann Eingang in den fünften, vierten, dritten, zweiten. Hier in die S's, dritter Gang. Versucht die Kerben, das sind die Abweiser am Streckenrand, mitzunehmen, so gut es geht. Immer noch mit viel Gegensteuer. Hinauf jetzt nach links über die Abweiser außen. Gut nimmt er da die Linie, die Geschwindigkeit mit. Senna wird immer besser. Anbremsen der Haarnadel. Hinaus beschleunigend versuchen, hier die Reifen nicht durchdrehen zu lassen, das ist klar. Und es geht in Richtung Spoon Corner. Dritter Gang am Eingang, zweiter Gang am Ausgang. Gegengerade, früh herausbeschleunigt. Hinein geht es kurz einen kleinen Hügel hinauf in Richtung 130R. Vollgas, sechster Gang, 300 Spitze. Dann anbremsen hier der letzten Schikane. Hier verbremst sich Senna leider und die Runde wird gestrichen. Aber im Großen und Ganzen ist sie nicht schlecht. Wir sind gespannt auf das Rennen. Bis zum Rennen also wird noch Zeit sein zum Üben, was Senna tun wird. Und bis dahin verabschieden wir uns heute aus Suzuka. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es Spaß gemacht hat, gerne einen Daumen hoch da lassen. Und ansonsten sehen wir uns bald wieder, spätestens zum Rennen, zum großen Preis von Suzuka 1988. Mit der Frage, wer wird Weltmeister, Senna oder Prost? Bis dahin, bleibt gesund, bleibt munter, bleibt mir gewogen und tschüss von Ralonzo. Ciao.